Es gibt sie als lange und runde, als schwarze, rote und auch als besonders gut duftende Körner. Und sie ist eine der ältesten Nutzpflanzen der Menschheit, der Reis. Er ist heute unser Thema. Herzlich willkommen bei Planet Wissen. Etwa die Hälfte der Menschheit ernährt sich von Reis. Und die meisten Reisesser leben in Asien. Ja, dort ist der Reis Grundnahrungsmittel, deckt den größten Teil des Kalorienbedarfs. Pro Kopf verbrauchen die Asiaten so zwischen 180 und 200 Kilogramm im Jahr. Was denkst du, was verbrauchen wir? Keine Ahnung, also ich esse viel Reis, vielleicht 40 Kilo im Jahr? Nee. 3 Kilogramm pro Kopf wenig, im Jahr. Ne? Das ist wenig, ja, vor allem verglichen mit allen anderen Sachen, die wir so essen. Beispielsweise Kartoffeln, davon verbrauchen wir 60 Kilogramm im Jahr. Oder auch Getreideprodukte, rund 90 Kilogramm pro Kopf und Jahr im Durchschnitt. Und das macht uns nicht nur satt, sondern auch oft ganz schön dick. Ja, von sowas können natürlich viele Menschen in Afrika und Asien nur träumen, vom Dickwerden. Damit die Menschheit auch in Zukunft satt wird, muss es in Zukunft viel mehr Reis geben. In 30 Jahren wird es gerade in Asien so viel mehr Menschen geben, dass man ja, ungefähr 2 Drittel mehr Reis braucht als heute noch. Aber wo soll der herkommen? Droht uns eine Hungersnot? Darum geht's heute unter anderem. Dennis, und ich würde mal gerne wissen, was du eigentlich hier mit diesem Reisbrett, in diesem Schachbrett in unserer Reis. Reisbrett gar nicht so verkehrt. Reis spielt ja in Asien eine sehr, sehr große Rolle. Hat auch schon immer eine große Rolle gespielt. Und deswegen ranken sich natürlich auch Legenden und Mythen rund um den Reis. Und eine möchte ich Ihnen jetzt mal erzählen. Und zwar gab es einen Weisen aus Indien, der das Schachbrett erfunden hat. Und der König war darüber so begeistert, dass er gesagt hat, Mensch, du hast jetzt einen Wunsch frei. Und der Weise war eigentlich relativ bescheiden, hat gesagt, okay, ich möchte eigentlich nur auf jedem Schachfeld Reis. Auf dem ersten Schachfeld 1 Korn, auf dem zweiten Schachfeld 2 Körner, auf dem dritten Schachfeld dann 4 Körner, auf dem nächsten dann 8. Also, dass sich die Anzahl der Reiskörner pro Feld verdoppelt. Der König war ein bisschen amüsiert und hat gedacht, lächerlicher Wunsch, den erfülle ich dir. Aber er hat sich ganz schön in die Finger geschnitten. Und warum, das erzähle ich Ihnen am Schluss der Sendung. Ja, unser Gast beschäftigt sich seit mehr als 15 Jahren mit Reis. Professor Volkhard Asch, herzlich willkommen. Sie sind Agrarwissenschaftler an der Uni Hohenheim. Und Ihr Schwerpunkt dort, also was Sie besonders erforschen, ist die Entwicklung von Reispflanzentypen, die auch in ungünstigen Regionen der Dritten Welt besonders gut gedeihen. Was sind denn beispielsweise jetzt ungünstige Bedingungen für den Reis? Nun, es gibt natürlich viele Gegenden in der Welt, wo die normalen Anbaubedingungen nicht so gegeben sind, wie zum Beispiel am Rande der Wüste, wo starke Versalzungen auftreten können, in Überschwemmungsgebieten wie Bangladesch an einigen Stellen, wo Reis einfach dann unter extremer Überflutung leiden muss, in hohen Bergregionen, wo wir niedrige Temperaturen zu fürchten haben oder kurze Wachstumsperioden. Oder eben nährstoffarme Böden, wie sie in Afrika sehr stark verbreitet sind. Sie forschen nicht nur in der Theorie, sondern Sie reisen dann auch in die jeweiligen Ländern, zeigen den Leuten, wie man es eventuell verbessern könnte und haben da auch immer mal wieder Erfolg gehabt schon. Ja, zumindest teilweise. Ich meine, in der Wissenschaft bleibt der Erfolg immer etwas klein und wenig messbar. Aber wir arbeiten in Afrika, in Asien, in Vietnam an den Verbesserungen der Reissysteme und ganz speziell eben an der Sortenentwicklung. Und da können wir schon so den kleinen einen oder anderen Erfolg können wir da schon verbuchen. Mhm. Nun zählt ja Reis zu den ältesten Nutzpflanzen überhaupt. Wem haben wir es denn zu verdanken, dass Reis als Nahrungsmittel erkannt und entdeckt wurde? Na gut, Reis wird jetzt schon seit vielen tausend Jahren kultiviert. So ganz genau weiß man das nicht. Also man denkt so, seit 7000 Jahren ist Reis in Kultur genommen worden. Ursprünglich wohl im Bereich Ganges-Delta, Indien in der Region, jetzt dann weitergegangen nach Thailand, über China. Und dann auch über die arabische Halbinsel dann langsam Richtung Europa gewandert ist. Es gibt da auch schon Berichte über Bewässerungsanlagen, die über 3000 Jahre alt sind, die ganz speziell in der Region im Zweistromdelta oder im Zweistromland zur Reisproduktion verwendet wurden. Mhm. Herr Asch, ich würde Sie gerne mal kurz abholen zu unserem Globus. Ja. Denn wir sollten am Anfang der Sendung vielleicht auch klären, wo denn die Hauptanbaugebiete auf unserem Globus liegen. Wo? Ja, Reis wird angebaut zwischen 50 Grad Nord, das können wir hier irgendwo sehen, hier haben wir eine 50, ja. Und 40 Grad Süd ungefähr, das ist da unten. Mhm. Und das heißt in so einem Gürtel, in dem sich auch natürlich die gesamten Tropen und Subtropen befinden, kann Reis angebaut werden. Ganz besonders passiert das im Bereich pazifischer Raum, in China, Indien, natürlich Thailand, Laos und Vietnam. Und wenn wir da mal ein bisschen drehen, kommen wir in die afrikanischen Bereiche hier. Südlich der Sahara, in dem gesamten tropischen Gürtel, auf Madagaskar,
selbstverständlich auch in Teilen Europas, im subtropischen Bereich. Mhm. Und dann auch natürlich auf der anderen Seite in den Amerikas, also in den USA, in Mittelamerika und in großen Teilen Südamerikas, Brasilien, finden wir überall Reis. Jetzt habe ich grundsätzlich gedacht, der Reis mag es feucht und warm. Mhm. Ich bin aber im Supermarkt auch schon mal auf Himalaya-Reis gestoßen. Also Reis, der offensichtlich in 2000, 2500 Metern angebaut wird. Wie geht sowas? Nun, man braucht natürlich speziell angepasste Reissorten. Solche, die kurze Vegetationsperiode, also den Sommer über, es schaffen, vom Korn bis zur Reife zu kommen. Also im Bereich von 3-4 Monaten. Und die niedrige Temperaturen vor allen Dingen durch das Bewässerungswasser aushalten. Wenn es dann sehr kalt wird, muss der Reis trotzdem weiter wachsen. Und wie Sie schon sagten, er mag es warm und feucht. Also muss die Sorte entsprechend angepasst sein, dass es da trotzdem geht. Aber die gibt es, die Sorten. Wie lange es dauert, bis der Reis verzehrfertig ist, das werden wir im Laufe der Sendung nachher noch klären. Wir werden uns auch die verschiedenen Stadien von Reis in seiner Keimung anschauen. Aber wo alles in allem, würden Sie sagen, wird am allermeisten Reis angebaut? Ja klar, da wo die meisten Leute leben, nicht? Also China und Indien sind die beiden größten Anbaugebiete und dann vermutlich gefolgt von Thailand und den USA, würde ich mal sagen. Und je nachdem wo, sieht der Reis auch sehr unterschiedlich aus. Also das hier beispielsweise ist jetzt Reis aus Asien, Langkornreis. Danke, Dennis. Dieses Korn hier wiederum, das ist rund, das stammt vom Kamaroli-Reis und ist eher dick und rund und kommt eben nicht aus Asien, sondern, man staune, aus Europa, genauer gesagt aus Italien. Da ist nicht nur die Heimat der Pasta, sondern auch die des Risottos. Und den Reis dafür, den baut der Italiener gleich selbst an, beispielsweise im Piemont. Das Piemont ist das Land am Fuß der großen Berge. Reis wird hier seit mehr als 500 Jahren angebaut. Die fruchtbare Ebene nördlich des Po ist Italiens wichtigstes Reisanbaugebiet. Das milde Klima im Frühjahr und die heißen Tage im Sommer sorgen für ideale Wachstumsbedingungen. Das Wasser kommt von den Bergen und ist reichlich vorhanden. Die Reisfelder sind an ein weit verzweigtes System von Gräben und Kanälen angeschlossen. Ende März fluten die Bauern ihre Felder und beginnen mit der Aussaat. Wo früher die Bauern mit einem schwungvollen Wurf noch per Hand das Saatgut ausgestreut haben, verteilen heute Traktoren die Körner auf dem gefluteten Feld. Aber noch immer ist die Arbeit im Reisfeld äußerst beschwerlich und unangenehm. Vor allem dann, wenn Schwärme von Mücken, Stechfliegen und Blutegeln den Landarbeitern zu schaffen machen. Hart war die Arbeit auf den Reisfeldern schon immer. Trotzdem kamen die meist jungen und verarmten Landarbeiter nach dem Zweiten Weltkrieg zu Tausenden als Saisonarbeiter ins Piemont, um sich auf den Feldern ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Riso Amaro, bitterer Reis, mit seinem berühmten Film aus dem Jahr 1949 hat der italienische Regisseur Giuseppe De Santis der unterdrückten und ausgebeuteten Landbevölkerung ein Denkmal gesetzt. Bitterer Reis erzählt in einer Mischung aus amorösem Abenteuer und politischem Klassenkampf von der schweren Arbeit auf den Feldern und gilt bei Cineasten als ein Meisterwerk des italienischen Neorealismus. Die revolutionären Lieder von einst sind heute nur noch selten zu hören. Hier hat einmal alles angefangen, auf den Feldern des Klosters Lucedio, nicht weit entfernt von der heutigen Provinzhauptstadt Vercelli, begannen im 15. Jahrhundert Mönche des Zisterzienserordens mit dem Reisanbau. Die Klosteranlage ist inzwischen vom Verfall bedroht. Doch nach wie vor lebt die Region von dem Fleiß und der landwirtschaftlichen Erfahrung der mittelalterlichen Bruderschaft. Noch immer hat der Reisanbau einen bedeutenden Anteil am wirtschaftlichen Erfolg in der Provinz Vercelli. Auf einer Fläche von 70.000 Hektar wird hier hochwertiger Reis angebaut, der das Risotto so berühmt gemacht hat. Vier verschiedene Sorten werden vor allem angebaut. Neben dem Vialone Nano mit dem kleinen, kochfesten, runden Korn wächst hier vor allem auch Canaroli-Reis.
Am größten sind die Körner der Sorten Volano und Roma. Für das italienische Risotto eignet sich vor allem der Cannaroli, der mit Gemüse, Kräutern und Fisch oder Fleisch in der piemontesischen Küche in unzähligen Varianten verarbeitet wird. Bei der Zubereitung muss der mit Wein und Brühe abgelöschte Reis immer wieder umgerührt werden. So bekommt das Risotto seinen unnachahmlichen Geschmack. Die Spezialität des Küchenchefs: Risotto mit Flusskrebsen. Ich kriege Hunger. Ich ordne Ihnen das jetzt noch mal geografisch ein, was wir eben gesehen haben. Hier liegt also diese heimliche Reishauptregion, Vercelli in Italien. Das sind hier die Alpen, ganz klar. Lugano, Mailand, hier ist der Po. Und hier unten Genua mit dem Golf von Genua. Aus der Ecke, Piemont, kommt ja auch ein sehr berühmter Wein und ein sehr guter Wein. Der Brunello, ist die Reisqualität vergleichbar? Ja, das würde ich schon sagen. Also, wir haben es ja auch im Beitrag gesehen. Entschuldigung, der Reis ist schon auf hohem Niveau produziert und ist ja auch durchaus schmackhaft. Kann man natürlich nicht vergleichen mit irgendeinem Duftreis aus Asien, aber das kann man ja mit den Weinen auch nicht. Wenn Sie einen asiatischen Wein versuchen, mit dem italienischen zu vergleichen, dann landet man auf dem gleichen Niveau, denke ich mir. Ja, wie ist das eigentlich, Herr Asch? Es gibt ja nicht nur in Italien Reisanbau, wenn wir jetzt mal in Europa bleiben. Wo zum Beispiel ist noch so eine Hochburg? Rund ums Mittelmeer eigentlich. Natürlich in Spanien, im Ebro-Delta. In Portugal wird viel Reis angebaut. Und selbstverständlich eine der berühmtesten Gegenden in Europa, die Camargue in Frankreich. Ist ein großes Flussdelta, also in den beiden Rhonearmen liegt. Und da ist natürlich einer der Hauptanbaugebiete neben der Po-Ebene. Und dieser Reis sieht auch ein bisschen anders aus, als wir den normalerweise kennen, nämlich rötlich erstaunlicherweise. Genau. Wie kommt die Farbe da rein? Ja, der Reis hat hier in seiner Hülle Anthocyane, die machen den Reis rot. Was? Also ein roter Farbstoff, ein pflanzlicher Farbstoff. Kennen Sie vielleicht von Rotbuche? Mhm. Ja, genau dieselbe Farbe ist hier im Reiskorn einfach angelegt. Und das macht den Reis rot. Schmeckt er irgendwie besonders oder anders? Oder? Meine Sache ist er nun nicht gerade. Warum nicht? Ich mag ihn einfach nicht besonders. Ich ziehe asiatische vor. Aber er schmeckt eigentlich nicht anders als anderer Reis. Er sieht nur anders aus. Mhm. Er sieht irgendwie gesünder aus. Aber ob er das ist, beziehungsweise welcher Reis gesund ist und welcher nicht, darauf kommen wir nachher noch. Mhm. Wann kam eigentlich und wodurch der Reis nach Europa? Ja, also nach den Berichten, die man so kennt, denke ich mir, ist der Reis über Spanien, eingewandert nach und nach in die europäischen Sumpfniederungen. Und wird zum Beispiel jetzt in der Camargue seit ungefähr dem 13. Jahrhundert schon angebaut. Mhm. Also ganz normale Handelswege. Nicht? Genau. Kam auch ursprünglich wieder aus dem arabischen Raum, genau. Wie so vieles andere, was wir Exotisches Nahrungsmittel. Ne? Mhm. So wie wir heute andere Dinge wie zum Beispiel Karambolen oder so hier inzwischen ja auch essen können. Ja, die Bilder, die wir jetzt gleich sehen, die erinnern eher an Kunstwerke als an Reisanbau. Es sind die wunderschönen Reisterrassen im nördlichen Teil der Philippinen. Vor gut 2000 Jahren hat das Volk der Ifugao sie angelegt, aber dieses Weltkulturerbe ist jetzt bedroht. Gigantische Stufen in den Himmel, angelegt mit bloßen Händen und einfachen Werkzeugen. Allein in der Region Banaue gibt es tausende Reisterrassen. Unser Ziel ist eines der vielen kleinen Dörfer, in denen die Hüter dieses Weltkulturerbes leben. In Bangaan wohnen 24 Familien. Jeden Tag arbeiten sie auf ihren Feldern. Durch ein traditionelles Kanalsystem leiten sie das Bergwasser von Terrasse zu Terrasse. Vor mehr als 2000 Jahren haben die Bergstämme in der Provinz Ifugao begonnen, die Hänge so malerisch zu kultivieren. Eine gute Ernte ernährt eine Familie ein Jahr lang. Selten bleibt etwas übrig zum Verkaufen. Im Ort gibt es eine Grundschule. Danach müssen die Kinder in eine mehrere Autostunden entfernte Stadt und kommen nur am Wochenende nach Hause. Die Dorfältesten kennen ihre eigenen Geburtstage nicht. In ihrer Generation wurden die noch nicht registriert. Sie haben Enkel oder Urenkel. Das muss als Altersangabe reichen. Ein Leben in Abgeschiedenheit, nicht einmal Fernsehen gibt es hier. Virgie hat 9 Kinder, alle sind weg, bis auf den Jüngsten, der geht noch zur Schule.
Für die 54-Jährige und ihren Mann wird es immer mühsamer, das Erbe der Vorfahren zu erhalten. Big worms. It's like big worms like es gibt große Würmer, sie sind so dick wie mein Finger, sie machen viel kaputt. Sie durchlöchern den Boden, dadurch fließt das Wasser unkontrolliert ab. Es bleibe nicht genügend auf den Feldern, sagt sie. Nebenan werden im Schichtdienst die Vögel vertrieben. Doch die sind noch die geringste Sorge. Das Weltkulturerbe ist vom Zerfall bedroht. Immer wieder brechen durch Erdrutsche Steinmauern zusammen. In Bange Aan reparieren die Bauern sie noch. Aber in vielen Ifugao-Orten ist das den Menschen zu mühsam geworden. Sie suchen sich andere Arbeiten oder ziehen ganz weg in die Städte, zumal billiger Reis aus Thailand und Vietnam überall zu kaufen ist. Zugewucherte Hänge, ein Drittel der Terrassen, so Schätzungen, sind in den letzten 20 Jahren verschwunden. 1991 hat auch ein Erdbeben großen Schaden angerichtet. Es gibt lokale Hilfsprojekte für die Bauern, aber das Geld reicht bei weitem nicht. Auch der Hang rechts, erfahren wir, war mal voller Reisterrassen. Es fällt den Bauern immer schwerer, sie zu restaurieren, weil es weniger Leute gibt. Nur die Alten sind noch in den Dörfern, die jüngeren Generationen ziehen weg. Viele der Reisterrassen von Banaue sind heute immer noch vorhanden. Aber sie sind ein schweres Erbe. Sind sie auch noch so schön? Ja, diese Reisterrassen sind natürlich sehr schön anzusehen. Aber man kann sich vorstellen, dass das eine wahnsinnige Mühe war, die anzulegen. Da fragt man sich, Herr Asch, war das tatsächlich notwendig und welche Vorteile hat das gebracht? Nun ist ja so, in den Gebieten auf den Philippinen fällt sehr viel Regen. Und die grundlegende Idee war natürlich, den Regen zu nutzen, um daraus Nahrung zu machen. Da bietet sich Reis an. Reis braucht viel Wasser. Und in dem Fall ist es so, wenn man also Reis anbauen will, braucht man eine plane Ebene, damit das Wasser nicht wegläuft. Also es muss irgendeine Art geben, das Wasser aufzustauen und das dauerhaft zu tun. Da bietet sich natürlich Terrassierung an. Man muss sich vorstellen, die Leute haben einen Urwald vorgefunden, wollten Nahrung produzieren, haben also zunächst mal den ganzen Urwald abgeräumt. Wenn sie das machen, verlieren sie die Wurzeln, die den Boden festhalten. Damit ist beim nächsten größeren Regen das gesamte Erdmaterial im Tal und da ist nichts mehr mit Reisproduktion. Also hat man versucht, den Boden zu halten, indem man diese Terrassen angelegt hat. Und das hat ja auch funktioniert. Die Dinger sind heute noch da. Wir können also heute noch auf diesen als Landschaftsschutz eingesetzten Terrassen noch Reis anbauen. Und damit ist es ein nachhaltiges Produktionssystem. Mhm. Aber vorher war da Urwald letztlich. Und man könnte eigentlich fast sagen, es war damals so eine der ersten Ökosünden. Also zumindest mal vermeintlich. Jetzt ja Weltkulturerbe, oder? Ja, wir können nur hoffen, dass das mit der Ölpalmenproduktion in Brasilien ähnlich läuft. Ja, das bleibt abzuwarten. Das Prinzip, nachdem diese Terrassen angelegt werden, gab es da eine besondere Ausrichtung, vielleicht was die Himmelsrichtung betrifft, oder war das egal? Man Hauptsache hat sich im Wesentlichen an den Konturlinien der Hügel orientiert. Also jede Ebene ist ja in einer Steigung schon vorhanden, wird dann abgegraben und wieder gerade gemacht. Und dadurch ergeben sich aufgrund der natürlichen Strukturen auch die natürlichen Terrassenverläufe. Mhm. Das ist auch einer der Gründe, warum das so toll aussieht. Mhm. Jetzt können wir ja mal die verschiedenen Stadien des Reises uns angucken, von der Saat bis zur Ernte. Wir fangen mal mit diesem Quellstadium an. Da haben Sie uns hier auch so eine kleine Zeitreise mitgebracht. Genau. Womit geht es los und wie sieht der Reis wann aus? Ich nehme mal das als erstes. Ja, das ist der Reis, der ist jetzt ungefähr 5 Tage alt. Ja. Also älter ist er natürlich schon, aber seit 5 Tagen in der Keimung. Man kann sehen, es gibt hier einige kleine Ansätze von kleinen Keimwurzeln, ganz winzige Härchen dran. Einen Tag später sieht es dann schon so aus. Das heißt, die Wurzeln haben sich deutlich verlängert. Ja. Es gibt auch schon teilweise winzige kleine Sprosse, die sich da zeigen. Das ist so ein hellgrün. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Ja, schwierig. Aber auf dem nächsten Bild sieht man es dann auf jeden Fall. Das ist das hier. Das ist der, genau. Ja. So sieht es dann aus. Ja, das sind dann 4 Tage. Und da sieht man jetzt auch schon kleine Pflänzchen. Die differenzieren sich hier und da schon in Blätter. Mhm. Die Wurzel wird immer länger. Und hier sieht man es dann ganz deutlich. Hier ist der Reis schon dabei, das erste kleine Blatt zu entwickeln. Die Wurzel fängt an, sich zu verzweigen. Da ist der Reis jetzt 5 Tage gekeimt. Mhm. Und das geht dann halt so weiter. Irgendwann haben wir dann eine Pflanze, die sieht so aus wie diese hier. Genau. Und dann nach 4 Wochen
reißt man ihn praktisch wieder aus der Erde raus, richtig? Das hängt jetzt vom System ab. Wenn man den Reis verpflanzen will, dann wird er in Saatbetten angebaut, an sehr eng gepflanzten Beständen, bis er ungefähr so groß ist wie dieser hier. Ja. Und wird dann in Büscheln in die Felder gebracht, in denen er dann wieder ausgepflanzt werden soll. Das können wir uns mal angucken. Da haben wir nämlich ein paar Bilder da, wie das aussieht. Also da wird noch rausgerissen, richtig. Ja, da wird jetzt wieder schon umgesetzt. Ja, genau. Da sieht man die Büschel, nicht? Und man sieht im Moment, da sieht man die Pflanze. Es geht da alles ziemlich schnell, nicht? Ja. Die arbeiten doch mehr oder weniger im Akkord gegen die Zeit. Das muss ja alles schnell und gleichmäßig bepflanzt werden, damit man eine optimale Zeit hat, um den auch wirklich hochzubringen. Mhm. Steht der Reis denn dann eigentlich die ganze Zeit bis zur Ernte unter Wasser? Also zunächst im Saatbett steht er nicht unter Wasser. Also unter Wasser steht er sowieso nicht. Man kann immer was Grünes sehen. Nicht? Mhm. Aber im Saatbett wird er nur schwach überstaut, weil der Reis, wenn er noch sehr jung ist, keine vollständige Überstauung aushält. Wenn er dann umgepflanzt wird, ist er ja schon so groß. Und dann wird er so auf 10, 15 cm überstaut. Das hat zur Folge, dass eine gute Unkrautkontrolle stattfinden kann, dass auch der Reis die Nährstoffe bekommt, die er braucht. Denn im Gegensatz zu Weizen nimmt er eine andere Stickstoffform, die unter befluteten Bedingungen vorherrscht. Und wird dann aber, wenn die Kornreife einsetzt, dann irgendwann trockengelegt. Mhm. Nicht zuletzt deswegen, wenn man das maschinell betreibt, muss man ja irgendwann mit Maschinen da rein und versuchen, den Boden so trocken zu kriegen, dass eine schwere Maschine dann auch da drüber fahren kann, ohne dass die da drin versackt in dem Matsch. Aber es ist doch, Reis ist keine reine Wasserpflanze, oder? Reis ist ursprünglich eine Sumpfpflanze, also wurde kultiviert aus einer wechselfeuchten Gegend. Es gibt weltweit ungefähr 40 verschiedene Reisarten, von denen werden zwei kultiviert. Mhm. Oryza sativa, das ist der normale asiatische Reis, den wir alle essen. Und dann gibt es noch Oryza glaberrima, das ist die afrikanische Variante. Und das sind die beiden Reisarten, die aus einem ursprünglichen Sumpfniederungsrandgebiet rauskultiviert worden, einmal weil sie eben Überstauung aushalten und zum anderen, weil sie auch ab und zu trocken fallen können. Wir kommen gleich noch zum Trockenanbau. Birgit, ich möchte eine Frage noch zum Nassanbau haben. Da habe ich gelesen, man braucht unglaublich viel Wasser, um jetzt zum Beispiel 1 Kilogramm Reis herzustellen. Nämlich zwischen 3.000 bis 10.000 Litern zum Vergleich. Das sind so 20 bis 60 Badewannen voll. Mhm. Ist das nicht auch ein Problem in solchen Regionen? Hat man da genügend Wasser oder hat man da nicht eher wenig Wasser? Ja, das ist natürlich eine ziemlich trickreiche Frage, nicht? Ja. Auf der einen Seite hat man natürlich in den inneren Tropen, da wo der Reis im Wesentlichen angebaut wird, ausreichend Wasser zur Verfügung. Nicht? Wir hatten ja gerade das Beispiel der Philippinen, da kommen im Schnitt 2.500 bis 3.500 Liter Wasser pro Jahr einfach vom Himmel. Und da ist einfach das Problem, dass sowieso viel Wasser da ist, das muss man vernünftig managen. Es gibt natürlich andere Regionen, in denen das nicht der Fall ist. Da muss man Wasser aufstauen, zur Verfügung stellen über Bewässerungssysteme, eventuell auch aus dem Grundwasser hochpumpen, dann führt diese Bewässerungsform zu Problemen. Man sollte aber sich dabei auch klar machen, es ist ja nicht der Reis, der das Wasser braucht, sondern es ist das System, was das Wasser braucht. Das heißt, wenn man die Unkrautkontrolle haben will, die ja auch Geld und Zeit kostet, nicht, dann wird das eben überstaut. Und dann verdunstet viel von dem Wasser. Das ist ja nicht verbraucht im klassischen Sinne, sondern das regnet irgendwann wieder runter. Das heißt, auf unserem Globus bleibt Wasser erhalten. Nicht? Wir haben ein geschlossenes System, das kommt dann irgendwo anders wieder runter und dann schließt sich der Kreislauf. Und in dem Fall ist es so, dass Reis als Pflanze verbraucht gar nicht viel mehr Wasser als Weizen. Es ist nur einfach das System als solches, so wie es etabliert ist mit dem überstauten Reis, dass das System eben wasserintensiv ist. Mhm. Aber es ist kein Verbrauch im klassischen Sinne. Es wird auch nicht verschmutzt. Also höchstens vielleicht mal gedüngt. Also was mich ja wundert, ist, dass es eben neben diesem Nassreisanbau, den Sie jetzt gerade beschrieben haben, ja auch diesen Trockenreisanbau gibt. Der macht etwa 20% aus, auch insgesamt, wenn wir uns um den Reisanbau jetzt mal kümmern. Was ist denn da der Unterschied und vor allem, warum kann der Reis, der ja eigentlich eine Sumpfpflanze ist, auch mit diesem Trockenreisanbau zurechtkommen? Mhm. Trockenreis wird genauso angebaut wie Weizen. Das heißt, das Korn wird nicht vorgequollen, wie wir das jetzt hier gesehen haben. Die Pflanzen werden auch nicht verpflanzt, sondern der wird genauso ausgesät in Reihen oder auf dem Feld oder ausgeworfen wie Weizen oder Gerste. Die Pflanzen, die da dann in diesen Regionen wachsen, also in Afrika zum Beispiel, in Madagaskar ist der größte Produzent für sowas, die sind speziell angepasst an diese Bedingungen. Das heißt, die sind gezüchtet worden, viele, viele Jahre hinweg wurden Sorten entwickelt, die eben unter diesen nicht überstauten Bedingungen wachsen können.
die in der Lage sind, immer noch Nährstoffe aufzunehmen, ein großes Wurzelvolumen entwickeln und natürlich auch eine gewisse Trockenresistenz aufweisen müssen. Allerdings, und das ist dann immer die Kosten, die dabei eine Rolle spielen, wenn man jetzt den Reis nicht überstaut, dann verliert man Erträge. Das heißt, statt den üblichen 6 bis 8 Tonnen liegen wir dann bei 1,5 bis 2 Tonnen im Maximum. Ist der eigentlich auch geschmacklich anders? So ein trocken angebauter Reis? Würde ich nicht sagen. Schmeckt genauso. Schmeckt genauso, ja. Okay, egal ob jetzt trocken oder nass, wie viele Wochen braucht man von der Aussaat bis zur ersten Ernte bei Reis prinzipiell? Oder unterscheidet sich wahrscheinlich natürlich noch. Ne? Hängt stark von der Sorte ab, ganz stark vom Anbausystem und ganz stark davon, in welchem Rahmen Reis da produziert wird. Also Nassreis klassischerweise in den Tropen unter guten, feuchtwarmen Bedingungen, wie Sie ja schon sagten, liegt irgendwo zwischen 120 und 150 Tagen, üblicherweise. Es gibt aber auch Sorten, also 120 Tage, 4 Monate. Es gibt aber auch Sorten, die das in 3 Monaten schaffen. In Vietnam zum Beispiel wird 3-mal pro Jahr Reis ausgesät. Mhm. So sieht er aus, wenn er geerntet wird. So sieht er aus, wenn er reif ist, ja, genau. Wollte ich nur mal am Rande zeigen. Okay. Aber es gibt durchaus auch Sorten, die ein halbes Jahr im Feld stehen zum Beispiel. Ah, ja. Und wenn man nur eine Saison hat, wie zum Beispiel in Westafrika in vielen Gebieten die Regenzeit, wenn die ausreichend lang ist, dann nutzt man das gesamte Produktionspotenzial einer Saison aus, um möglichst viel Reis in einer Saison zu produzieren. Und je länger Reis steht, desto mehr kann er auch produzieren, wenn er das von der Anlage her kann. Die weltweite Reisproduktion ist weitgehend industrialisiert, aber es gibt immer noch Bauernfamilien, die ihren Reis selber anbauen, so wie schon vor Tausenden von Jahren. Das ist harte Arbeit, bei der dann auch alle mithelfen müssen. Wenn die Halme gelb werden, schwingt Nioman Waka die Sense. Seine Felder liegen in Tabanan im Süden Balis. 4 Monate wächst der Reis, den sie Padi nennen. Die Pflanzen sind eine neuere Züchtung, kürzer und kräftiger als der Reis, den die Inder vor 1000 Jahren nach Bali brachten. Ein paar Hektar Land hat Nioman vom Vater geerbt. 2-mal im Jahr erntet er. Der 45-Jährige schlägt den Reis auch schon mal per Hand aus. In den Ähren haben die Körner keinen Halt. Deshalb werden sie gleich hier ausgedroschen. Mit der Maschine ginge es schneller, aber die ist gerade drüben bei den Nachbarn. Alles hier ist Gemeinschaftssache. Zusammen legen sie die Termine fest, vom Säen übers Wässern bis zum Schneiden. Zur Saison kommen Gastarbeiter ins Dorf. Sie stammen von Java. Während die Aussaat eher Männersache ist, kümmern sich vor allem Frauen um das Lösen der Körner. Der Reis bestimmt das Leben im Dorf Beraban. Und wenn er zum Trocknen auf der Straße liegt, fährt der Händler eben drumherum. Die Bauern vertrauen auf die Reisgöttin Devi Sri, dass kein plötzlicher Schauer die wertvollen Körner nass macht. Aber nach Regen sieht es jetzt nicht aus. In der Erntezeit sind die Pausen kurz und jede Hand wird gebraucht. Der Reis muss schnell vom Acker. Die Männer mit der Waage sind schon da. Die Säcke voller Körner werden einfach drangehängt. Nioman hat die Gewichte im Blick. Bei knapp 73 Kilo pendelt sich die Waage ein. Hier entscheidet sich der Verdienst. Ich habe 3,5 Millionen Rupien in dieser Ernte verdient, berichtet Nioman. Das sind knapp 300 Euro für ein halbes Jahr Arbeit. Er ist mit der Ausbeute ganz zufrieden. Sein Boden gibt was her. Der Händler holt den Reis direkt vom Feld. Damit ist diese Ernte vorbei. Ja, ehe uns bei uns auf den Tellern landet, wird er gerüttelt, geschüttelt, fein sortiert. Und jetzt bringen wir mal ein bisschen Ordnung in die verschiedenen Reissorten, wenn sie vom Supermarktregal stehen. Vielleicht haben Sie auch schon mal gerätselt, was heißt denn das alles und welcher ist jetzt der Beste und welcher schmeckt am besten und mit welchem nehme ich am meisten Vitamine zu mir. Fangen wir doch mal mit diesem Paddy-Reis, den haben wir am Anfang der Sendung ja schon von Birgit gesehen, an. So ist er in der Urform, kann man genau, das sagen? Genau, so kommt er aus der Rispe, wie wir sie eben gesehen haben und den finden Sie auch nicht im Supermarkt. Klar, der muss ja noch geschält werden sozusagen. Genau, da müssen die Spelzen noch ab, das braune, hellbraune darum um das Korn, was dann hinterher so weiß wirkt wie dieses hier, drumrum. Die Spelze wird entfernt über einen Schälprozess. Ja. Was haben wir noch hier? Wir haben hier verschiedenste Reisgruppen. Also Sorten sind ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Wir haben hier verschiedenartige Reisgruppen, die für verschiedene Gerichte auch benutzt werden. Zum Beispiel hier dieser Rundkorn-Risotto-Reis, typisch rund. Für Sushi ein ganz ähnlicher Reis. Auch rund, aber wie man schon sieht, deutlich
weniger weiß. Das heißt, da ist weniger Stärke im Korn. Dann haben wir noch einen Rundkornreis, den hier unsere Kinder besonders gerne essen, auch zu Weihnachten, Milchreis. Und jetzt haben wir hier nochmal denselben Reis, aber bevor er weiß gemacht wurde. Das heißt hier, wenn man die Spelze abgenommen hat, wie wir sie ursprünglich um das Korn drumherum hatten, dann bleibt eine kleine Schicht übrig unterhalb der Spelze, die sogenannte Aleuronschicht. Ja. Die sitzt auf dem Stärkekorn drauf. Und wenn man die entfernt, wird der Reis weiß. Allerdings ist diese Aleuronschicht auch die Schicht, die fast alle Nährstoffe enthält, die so ein Reis überhaupt bietet. Also weiß. Proteine, Vitamine, Mineralien. Je weißer, desto weniger Nährstoffe. Das könnte man so sagen. Eigentlich, wenn er weiß ist, weniger Nährstoffe. Und je weißer dann, umso mehr Stärke. Und dann haben wir hier unseren typischen Langkornreis, ne, der asiatische Reis, den wir alle gerne essen. Wenn man diesen Langkornreis, bevor man ihn entspelzt, in der Spelze kocht, also ankocht, dann nennt man das System Parboiled. Und dann kriegen wir den, der direkt daneben liegt, nämlich den Parboiled-Reis. Und da ziehen nun wiederum aus der Aleuronschicht, die wir eben schon angesprochen haben, also diese mineralhaltige, proteinhaltige Schicht, ziehen jetzt viele der Inhaltsstoffe in den Stärkekörper, also in das Endosperm von dem Reis hinein. Und wir bleiben so erhalten. Das heißt, ein Parboiled-Reis hat zwei Vorteile. Er klebt nicht, weil die Aleuronschicht weg ist. Und er enthält deutlich mehr Nährstoffe als der weiße Reis, wenn er poliert ist. Das heißt, mit dem wäre ich supermarkttechnisch eigentlich fast immer auf der richtigen Seite, wenn ich Parboiled-Reis benutze, wenn oder? Wenn Sie es denn mögen. Parboiled-Reis hat den Nachteil, dass er riecht wie eingeschlafene Füße, wenn man ihn kocht. Ja? Ja, haben Sie es noch nie probiert? Doch, ich esse eigentlich ganz viel Parboiled-Reis, aber wahrscheinlich habe ich noch nicht die richtig gut duftenden Sorten probiert. Ja, genau. Den Kamark-Reis hatten wir auch schon. Genau, ja, den haben wir schon gesehen. Genau. Ja. Und Jasminreis zum Beispiel, auch so ein gut duftender. Genau. Basmati haben wir ja auch von Birgit schon gehört, recht gut duftend. Hier, was ist das denn? Schwarzer Wildreis? Ja, das ist jetzt ein Reis, der gar keiner isst. Sondern? Das ist ein Wassergras, was gerne mit eingemischt wird in Reis, wird als Wildreis bezeichnet, hat aber botanisch mit Reis überhaupt nichts zu tun. Mancher mag's. Ich empfinde das immer eher wie Hühnerfutter, aber das ist natürlich Geschmackssache. Aber es ist kein Reis. Ja. Aber das heißt nicht, dass es keinen schwarzen Reis gibt. Wir haben hier gleich einen weiter, haben wir hier so eine Mischung, so eine bunte Reismischung. Und die schwarzen Körner, die da drin sind, das ist nun wiederum Reis. Ja. Kann man eigentlich benennen, wie viele unterschiedliche Sorten es weltweit gibt an Reis? Nun gibt es da einen Unterschied. Was wir jetzt hier gerade angeguckt haben, ist eine Produktpalette von fertig hergestellten Produkten. Sorten, das sind solche, die irgendwo wachsen. Mhm. Wir haben hier ja auch welche stehen zum Beispiel. Und die wiederum, das sind ganz viele, aber man kann sagen, es sind so zwischen 20.000 und 25.000 Sorten, die weltweit angebaut werden. Ich habe ja gedacht, dass ihr zumindest auf diese tolle Sorte hier noch zu sprechen kommt. Ja, wir sind extra drüber weggekommen, damit du jetzt noch was machst. Basmati-Reis, ja. Was ich gerne wissen möchte von Ihnen ist, wie kommt eigentlich dieser tolle Duft hier rein? Also der riecht so schon ganz gut, aber wenn man ihn kocht, erst recht. Ja, der Basmati-Reis hat genau wie ja auch andere Duftreisarten Aromastoffe im Korn. Und die werden also jetzt natürlich schon mal durch die Wärme freigesetzt, aber dann auch ganz besonders beim Kochen. Aber wie kommen die denn da rein? Die produziert die Pflanze einfach selbst, die werden nicht zugesetzt. Aha, das ist ja faszinierend. Ich meine, nun ist der meistens ein bisschen teurer als der ganz normale weiße Reis, den wir sonst so kennen. Bist du sicher, wenn du den kaufst im Supermarkt, dass da wirklich auch Basmati drin ist, Dennis? Ja, wenn da Basmati draufsteht, werden da wohl kaum Kartoffeln drin sein, oder? Nee, aber das ist falsch. Es könnte auch ein anderer Reis da drin sein, obwohl Basmati draufsteht. Ursprünglich stammt der Basmati-Reis aus Indien und wird dort heute vor allem am Fuße des Himalaya angebaut. Nur der ist ja eigentlich der echte Basmati-Reis. Aber inzwischen gibt es jede Menge Basmati-Sorten im Handel, die gar nicht den Markennamen führen dürften. Also ein typischer Fall von Produktpiraterie. Basmati-Reis aus der Himalaya-Region, den essen viele gerne, besonders in Deutschland. Dass er ein wenig teurer ist, stört den Verbraucher nicht. Doch keiner ahnt, dass dieser Reis aus Indien oder Pakistan oftmals gar nicht von dort stammt. Falsche Herkunftsangaben auf Verpackungen? Daran hat der Kunde bisher noch gar nicht gedacht. Glauben Sie solchen Herkunftsbezeichnungen? Ja, sicher, selbstverständlich. Ja. Nein. Ich habe mich eigentlich noch nie befasst damit. Ich weiß nicht, ob es eine gesetzliche Vorschrift gibt, sich an die Wahrheit zu halten. Ich hoffe mal schon. Wie alle Stoffe besteht auch Reis aus Atomen. Und die kann man auf ihre Herkunft hin testen. Denn jedes Atom, egal ob Sauerstoff, Wasserstoff oder Blei, gibt es in verschiedenen Ausprägungen, auch Isotope genannt. Die Isotopenverteilung der Atome ist in jeder Region der Welt verschieden. Isotopenverteilungen sind deshalb wie ein geografischer Fingerabdruck.
Ob die Reispflanze tatsächlich aus dem Himalaya stammt, kann die Wissenschaft heute mit Hilfe der sogenannten Isotopenanalyse zweifelsfrei klären. Für Basmati-Reis vom Himalaya ist der deutsche Verbraucher bereit, bis zu 50 Cent pro 500-Gramm-Packung mehr auszugeben. Wir machen den Test. Auf der Reispackung, die wir in einem Supermarkt gekauft haben, heißt es Basmati-Reis aus dem Himalaya-Gebiet. Stimmen die Isotopenmuster unserer Päckchen mit denen echter Basmati-Proben aus Indien und Pakistan überein? Mehrere Tage untersuchen die Mitarbeiter der Isolab GmbH bei München unsere Proben. Woher kommt der Reis? Treffen die Angaben auf dem Etikett zu? Europaweit einzigartig gibt es hier eine umfangreiche Isotopen-Datenbank. Auch für Reis. So können die untersuchten Proben eingeordnet werden. Reisproben aus Italien, aus Spanien, aus Griechenland. Hier Proben aus den USA. Hier sind die, ist die eine Gruppe, die Basmati-Proben Indien-Pakistan. Und hier sind die Handelsproben, die genauso deklariert sind. Und man sieht, es ist hier ein auffälliger Unterschied. Und in der Tendenz gehen die Werte mehr in Richtung der US-amerikanischen Proben. Der Reis ist also falsch deklariert. Der Kunde wird bewusst getäuscht. Das ist natürlich sehr ärgerlich, vor allem weil tatsächlich dieser Reis ja auch mehr kostet als der andere normale Reis. Also, nun gut, man kann sich nur daran erfreuen, dass man nicht krank wird, wenn man eben nicht richtigen Basmati-Reis isst. Also insofern ist es auch wiederum nicht ganz so schlimm. Nun hat uns Dennis ja gerade apropos gesund oder ungesund verschiedene Reissorten vorgestellt. Und Parboiled-Reis, der soll ja besonders gesund sein. Aber was wir jetzt noch nicht so richtig geklärt haben, ist, was überhaupt im Reis drin ist, was ihn eben tatsächlich so wertvoll macht. Nun, Reis also in der polierten Form ist fast reine Stärke. Das heißt, da könnte man auch eine Kartoffel essen, ohne Schale. Wenn er nicht poliert ist, hat Reis eben in der Aleuronschicht, die wir ja schon erwähnt haben, Vitamine, also vor allen Dingen Vitamin B. Es gibt darin Mineralien wie Magnesium und auch Eisen. Wir finden Proteine. Und alle diese Stoffe führen natürlich zu einer insgesamt besseren Ernährung. Aber das Problem wird natürlich immer auftreten, selbst wenn man auch nur unpolierten Reis isst, wird man sich auf Dauer fehlernähren. Das bleibt nicht aus. Also man braucht immer irgendeinen Wechsel und sollte sich da nicht nur auf ein Lebensmittel konzentrieren. Genau, man sollte vor allem Gemüse essen. Ja. Ja, klar. Ich habe im Internet was Spannendes gefunden, einen Nährwertrechner in Bezug auf Reis. Da können Sie sich sozusagen pro gewünschter Grammanzahl die Nährstoffe anzeigen lassen in Reis. Also hier auch verschiedene Arten, ungeschält, gegart, geschält, Grieß, bliblablub. Hier geben Sie dann also Ihre Grammzahl ein und dann kriegen Sie ganz genau eine Liste angezeigt, was in dieser Grammzahl an Nährstoffen drin ist. Was wäre nun, wenn man sich ausschließlich von Reis ernähren würde, wenn wir jetzt zum Beispiel mal in verschiedene Dritte Weltländer schauen, wo man eben hauptsächlich also schon froh sein kann, dass man überhaupt Reis hat und sich dann ausschließlich davon ernährt, was droht einem? Es gibt verschiedene Mangelkrankheiten dann natürlich. Zunächst mal gibt es einen Vitamin-C-Mangel. Der wird natürlich sofort ganz massiv sein, wenn man sich jetzt nur von weißem Reis ernährt. Zusätzlich fehlen alle möglichen anderen Vitamine und Mineralstoffe. Also es fängt an mit Eisen. Die Eisenernährung ist gestört. Es geht weiter über den gesamten Vitaminbereich, den ganzen Spiegel A, B, Vitamine, die da dann halt fehlen. Vitamin A ist ein wichtiges Element, wo man in jedem Falle in irgendeiner Form, genau wie bei Vitamin C, auch zusetzen muss. Mhm. Tja, damit es nicht mehr zu diesen typischen Mangelerkrankungen kommt, hatten Wissenschaftler aus der Schweiz und aus Deutschland eine pfiffige Idee. Sie haben die Gene des Reis so verändert, dass das Reiskorn nun Beta-Carotin enthält. Golden Rice heißt dieses Wunderkorn. Goldgelber Superreis. Er könnte eine Hoffnung sein für Menschen in der dritten Welt, die fast nur Reis zum Essen haben. 2 Millionen Kinder sterben jedes Jahr infolge eines Mangels an Vitamin A oder erblinden. Mehr als 200 Millionen macht der Vitaminmangel besonders anfällig für gefährliche Infektionskrankheiten. Diese Menschen haben kein Geld für gesunde Ernährung, Milch, Obst und Gemüse. 10.000 Kilometer entfernt in der reichen Schweiz haben Genforscher nun eine moderne Lösung für die gravierenden Ernährungsprobleme der dritten Welt gefunden. In den Sicherheitsgewächshäusern des Instituts für Pflanzenforschung der ETH Zürich wachsen ganz besondere transgene Reispflanzen.
Es ist der erste Reis, dessen Qualität als Nahrungsmittel mit Hilfe der Gentechnik verbessert wurde. 9 Jahre Forschungsarbeit waren nötig, um gleich 3 fremde Gene in die Reispflanzen einzubauen. Gene aus Narzissen, Pilzen und Bohnen, die bewirken, dass im Reiskorn Beta-Carotin erzeugt wird, ein Vorläufer von Vitamin A. Und es ist ein Reis, der anders ist als die genetisch manipulierten Pflanzen gewinnorientierter Agrokonzerne, die für die Entwicklungsländer viel zu teuer sind. Weltweit zum ersten Mal haben Wissenschaftler eine Gentech-Pflanze kreiert, um sie den Menschen der dritten Welt unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Die größte Schwierigkeit war dabei, die Gentechnikindustrie zu einer ähnlich selbstlosen Haltung zu überreden. Zur Entwicklung des Superreis waren Verfahren notwendig, die durch 70 Patente geschützt sind. 32 Firmen, unter ihnen Riesen wie Seneca, Monsanto und Bayer, erklärten sich schließlich bereit, auf ihre Lizenzgebühren zu verzichten. Einzige Einschränkung: der Gewinn aus der Vermarktung des Reis in den Entwicklungsländern darf $10.000 pro Jahr nicht überschreiten. Bauern in Indien, China oder Mexiko, die den Superreis kaufen, werden für das Saatgut nicht mehr bezahlen müssen als für herkömmliche Sorten. Jede Ernte kann für die Wiederaussaat verwendet werden. Das heißt, das Saatgut muss nicht jedes Jahr neu erworben werden. Das Projektstadium in europäischen Labors hat der Vitaminreis bereits hinter sich. Die Laborpflanzen sollen nun in traditionelle Reissorten eingekreuzt werden, um dann in etwa 3 Jahren erstmals versuchsweise auf den Feldern zu wachsen. Mit Pröbchen von diesem Golden Rice geht man relativ knauserig um. Wir haben probiert, eine zu bekommen, haben es aber nicht geschafft. Deswegen hier dieses Foto. Sie sehen schon, in Abstimmung zu meinem Pullover habe ich dieses Foto ausgesucht. Hier also der Golden Rice, hier der ganz normale. Wie gesagt, weltweit nur ganz wenige Proben. Der Film, den wir gerade gesehen haben, der ist von 2001 gewesen. Wie ist das denn mittlerweile? Wird Golden Rice inzwischen angebaut? Also angebaut in dem Sinne, dass man ihn produziert, um ihn zu ernten, um ihn dann zu essen, nicht. Was tatsächlich wohl schon gemacht wurde, waren ursprünglich mal so ein paar einige Feldtests, vor allen Dingen auf den Philippinen, am International Rice Research Institute, wurde dieser Reis schon mal auf seine agronomischen Eigenschaften getestet. Allerdings nicht unter irgendwelchen realen Bedingungen, sondern bei denen auf der Station, gut gedüngt, gut bewässert, im Vergleich zu unserem normalen silbernen Reis. Aber er hat sich noch nicht bewähren müssen in einem normalen landwirtschaftlichen Produktionssystem. Aber eigentlich wäre das doch eine tolle Sache, weil dieses Beta-Carotin im Reiskorn, das dann im Körper tatsächlich umgewandelt wird in Vitamin A, wäre ja im Grunde genommen gleichermaßen eine Medizin und würde auch satt machen. Warum ist man da so skeptisch? Nun, zunächst kann man mal die grundsätzliche Frage stellen, ob das Ganze überhaupt Sinn hat. Millionen von Dollar dafür auszugeben, dass man eine Pflanze produziert, die etwas mitliefert, was man ganz locker neben dem Reis am Feldrand einfach produzieren könnte in Form von Tomaten oder Karotten oder Blattgemüse. Ja. Wozu muss man da jetzt ein wahnsinnig hochtechnisches Produkt herstellen, um es dann an arme Leute zu verteilen? Das dann auch noch leuchtend gelb ist, sodass jeder weiß, dass es sich um ein Arme-Leute-Produkt handelt. Dann ist die andere Frage, kann dieser Reis überhaupt konkurrieren mit einem normalen, hochproduktiven Reis? Wissen wir ja bis jetzt nicht. Ist er krankheitsresistent? Wie lange er braucht unter normalen Bedingungen bis zur Blüte, wissen wir inzwischen. Wir wissen nicht, ob er irgendeine Stresstoleranz aushält. Wir wissen nicht, wie er sich im normalen agronomischen Leben benimmt. Das heißt, wir haben jetzt schon eine Entwicklungszeit von, Sie wissen es vermutlich besser als ich, 15 Jahren oder was, die wir jetzt, oder nee, noch nicht ganz, 10 Jahren ungefähr, die es braucht, um dahin zu kommen, wo wir jetzt sind. Und wir brauchen wahrscheinlich noch mal 5 bis 8 Jahre, bis der dann tatsächlich überhaupt als produktives Element existiert. So, die Frage ist, lohnt sich das überhaupt? Oder macht es nicht mehr Sinn, einen vernünftig gut produktiven Reis einzubauen, den wir jetzt schon haben, der in diese jeweiligen Anbaugebiete genau reinpasst? Und zusätzlich vielleicht eine Kombination mit Gemüseanbau zu propagieren und die $100 Millionen oder was es gekostet hat, lieber in die Entwicklung des ländlichen Raums zu stecken. Möglicherweise auch den herkömmlichen Reis einfach nicht schälen, weil da sind ja ursprünglich auch doch sehr viele Vitamine und Nährstoffe drin. Genau, wenn man ihn einfach nicht poliert. Ja, warum macht man das denn überhaupt? Das ist doch aufwendig. Auch da geht in die gleiche Richtung. Also unpolierter Reis war mal
das normale Lebensmittel. Warum auch polieren? Weil da schmeckt ja auch gut, ist alles drin. Wurde dann aber durch so eine Trendwelle im Prinzip propagiert, so ähnlich wie jetzt die Chinesen gerne Weizenprodukte essen, weil es einfach hip ist und toll aussieht, wurde eben irgendwann weißer Reis hoffähig, wurde salonfähig gemacht, wurde als was Besonderes dargestellt. Also haben alle Leute angefangen, weißen Reis zu essen und den unpolierten Reis nicht mehr zu essen, weil das dann aussah, als könnte man sich das nicht leisten. Also man hört ganz deutlich, Sie hören von der Sie halten von der Variante nicht allzu viel. Was halten Sie denn grundsätzlich davon, Pflanzen durch Gentechnik schädlingsresistent zu machen oder resistenter? Klar, das ist eine ganz andere Frage. Kann man auch geteilter Meinung drüber sein, aber grundsätzlich bei Genmanipulation im Sinne zu Resistenz gegen Krankheitserreger oder Schädlinge im Reis oder auch bei anderen Pflanzen, haben wir es ja meistens nur mit einem einzigen Resistenzgen zu tun, was verändert wird. Und das wirkt dann direkt gegen den entsprechenden Schadorganismus. Das ist erstens sehr viel einfacher und sehr viel direkter herzustellen. Und zweitens ist das auch eine Anwendung, die nicht darauf abzielt, Leute zu stigmatisieren oder Produktionssysteme komplett zu verändern. Da kann man durchaus sehr viel schneller auch zum Erfolg kommen. Das dauert nicht unbedingt 20 Jahre, bis sowas dann auch in der Gesellschaft akzeptiert wird. Nur, auch da ist das Problem, nicht nur der Reis wird verändert, sondern man verändert damit auch dessen Umwelt. In dem Moment, wo man einen genetisch manipulierten Organismus hat, der resistent ist gegen ein Bakterium, ein Virus oder irgendeinen Nematoden, wird man natürlich diese Organismengruppe unter Druck setzen, sich auch weiterzuentwickeln. Also kriegt man eine neue pathogene Situation, gegen die man dann wieder einen neuen Reis herstellen muss. Also die Frage, ob man nicht vielleicht. Wir starten da was wir möglicherweise nicht übersehen können. Ne? Beziehungsweise was die Konsequenzen sind. Immer weiterzieht. Ne? Und das Problem haben wir. Alle 10 Jahre brauchen wir eine neue Sorte. Ist sowieso schon so. Tja, der ewige Kampf gegen Unkraut, Schnecken und Käfer führt dazu, dass man Chemie auf den Reisfeldern einsetzen muss. Dass es auch anders geht, das zeigen wir Ihnen jetzt. Das ist die Chemiespritze von Bauer Furunos Kollegen. Herr Furuno selber setzt hinter dem dünndrahtigen Elektrozaun lieber seine Biotruppe ein. Integrierter Anbau mit Halbzahmenten und Reis. Beim Weltwirtschaftsforum hat der Mann schon einen Preis gewonnen. Ein vielfach übersetztes Buch hat er auch schon geschrieben. Die Macht der Enten, The Power of Ducks. Als wir ankommen, ist Fütterung. Um als Herrchen anerkannt zu bleiben, muss er zu den Tieren stets Kontakt pflegen. Danach fressen sie dann wieder pflichtgemäß Kleingetier und Unkraut. Und was sie selber so ins Wasser geben, ist Biodünger erster Güte. Ich habe 10 Jahre lang per Hand das Unkraut in meinen Reisfeldern gejätet. Das war mir einfach zu mühsam. Ein Freund hat mir dann den Tipp mit den Enten gegeben. Weitere Vorteile, so der Agrarwissenschaftler, Wachstumsanregung der Reissetzlinge und Sauerstoffzuwachs des Wassers durch die Bewegungen der Enten. Ein Nachteil, anfangs fraßen ihm Wildhunde die Tiere weg. Der Elektrozaun bietet jetzt aber Schutz auch gegen Wiesel, Fuchs und Dachs, sagt er. Und außerdem fliegen so auch keine Enten weg. Die erste Schwimmstunde für eines seiner Jungtiere. Die Kleine ist noch ziemlich aufgeregt, aber bald findet sie heraus, dass sie auch ohne Zappeln sicher schwimmt. Und dann steht ihr auch schon der Sinn nach Unkrautfressen. Pro Reisfeld setzt Bauer Furuno so etwa 100 Enten frei. In seinem ganzen Leben, sagt er, habe er nicht 1 Gramm Kunstdünger oder gar Gift verwendet. Sobald die Schädlingslarven aus ihren rosa Eiern schlüpfen, fressen die Enten sie gleich dankbar weg. Seit Jahren hat hier kein Spaziergänger mehr die schönen Reisfelder beachtet. Jetzt bleibt wieder jeder stehen, allein schon um zu sehen, wie meine Enten wachsen. Wenn später Erntezeit ist, gilt das dann allerdings für alle. Da ist Furuno ganz Unternehmer, der dann nicht etwa nur Bio-Reis anbietet, sondern auch Enten. Tja, also man darf sich nicht wundern, wenn man dann beim Reisessen gelegentlich auf eine Schrotkugel beißen sollte. Wow. Na, wahrscheinlich nicht. Aber Herr Asch, was halten Sie denn von dieser Idee, das Reisbeet gerade zum Beispiel für eine Fischzucht auch gleichzeitig zu nutzen? Ist das die Idee eines Einzelgängers, eines Außenseiters? Einzelseiters ist auch schön, ne? Ja. Eine neue Wortschöpfung. Oder könnte man das auch im großen Stil machen? Also gerade die Industrie wäre das empfehlenswert. Also zunächst war das ja kein Reisbeet mehr, sondern schon ein richtiges Reisfeld, in dem die Enten rumgeschwommen sind. Und Sie haben vielleicht auch bemerkt, dass der Abstand zwischen den Reispflanzen deutlich größer war, als wir das vorher in den anderen Beiträgen gesehen haben.
Das heißt, wenn man seine Enten da drin rumsausen haben möchte, muss man die Reispflanzen auch entsprechend weit auseinanderstellen. Das führt natürlich zu einer Ertragseinbuße. Das heißt, dieser Bio-Reisbauer da, der produziert auf seinem Feld wahrscheinlich höchstens 2-2,5 Tonnen plus Ente. Mhm. Ja, das muss man sich erst mal leisten können. Das ist das Erste. Das andere ist, die Enten fressen mit Sicherheit alles Mögliche weg, wie Algen und Schnecken und so weiter, aber sie fressen keine Viren und auch keine Bakterien weg. Mhm. Können sie nicht. Das heißt, auch wenn man also hochproduktiv rangeht, mit wirklich engem Besatz, wie zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, kilometerweise Reis, eng gesät, da kriegen sie keine Enten rein. Mhm. Außerdem kriegen sie auch keinen rein, der dann eine persönliche Beziehung zu seinen Enten aufbauen kann. Das ist technisch nicht umsetzbar. Natürlich ist das im kleinen Rahmen, auch für Kreislaufwirtschaft und so, eine tolle Sache. Und wenn es funktioniert und wenn der davon leben kann, großartig. Aber ihre 70% Steigerung der Reisproduktion global wird man auf die Art und Weise nicht erzielen können. Was auf jeden Fall sehr gut auf dem Teller zur Ente passt, ist Reis, wie ich finde. Und dazu, da kommen wir jetzt zu diversen Zuschauerfragen, die Sie uns geschickt haben. Wir wurden gefragt, wie kocht man denn Reis richtig? Wenn Sie das wissen wollen, das wäre jetzt fast nochmal eine Extrasendung, wenn Sie das wissen wollen, gehen Sie einfach auf unser Internetangebot planet-wissen.de, geben Reis als Stichwort ein und da finden Sie dann alles, was dieses Thema umfasst, wie ein Reiskocher funktioniert und so weiter und so weiter. Mhm. Also man kann aber Reis natürlich nicht nur als gekochtes Korn essen, sondern es gibt alles Mögliche aus Reis. Zum Beispiel das japanische Nationalgetränk, den Sake, ein Reiswein. Ja, den Reiswein wollte ich zuerst, aber ist eigentlich wurscht. Also darüber hinaus gibt es natürlich dann auch noch diesen Reisschnaps, Reisbier. Also das ist auch nicht alles, Dennis. Du hast ja auch noch so ein Problem. Ja, ne? Aber Reisbier, jetzt kommt der Part, auf den ich mich schon den ganzen Tag freue. Wollen wir natürlich ganz klar testen. Mhm. Während ich einschenke, können Sie ja mal gucken. Da vorne haben wir noch so Reiskräcker zum Beispiel. Wird ja auch aus Reis gemacht. Dann diese scharfen asiatischen ja. Cracker. Ja, nee, so ich meinte, als Cracker meinte ich die hier. Und würzige Snacks sind die. Und dann gibt es sogar Nudeln auch noch aus Reis. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Ja. Mhm. Aber es gibt bestimmt noch viel mehr, an das wir jetzt gar nicht denken. Was könnten Sie uns noch nennen? Na gut, neben den ganzen lokalen Produkten wie Hütten, Dächer zum Beispiel, also Bedachung von irgendwelchen Hütten. In der Nähe der Reisfelder. Man kann sich vorstellen, Hüte daraus zu bauen, werden auch gemacht. Ich denke, Sandalen sind möglich. Reis wird auch als Besen verwendet und so. Und es gibt noch eine interessante andere Anwendung. Das wurde jetzt vor ein paar Jahren schon in Westafrika ausprobiert. Die Reisspelzen, die ja eigentlich völlig unproduktiv sind, weil sie so viel Silikat enthalten, dass man sie nicht mal zu Tierfutter benutzen kann, werden vermischt mit Lehm und werden zum einen als Härtungsmaterial in Lehmziegeln eingesetzt und zum anderen zur Befeuerung der Öfen. Mhm. Das ist also natürlich auch eine Exotenanwendung, aber eine, die in bestimmten Rahmen dann auch gut funktioniert. Es riecht wie ganz normales Bier, muss ich sagen. Ich habe es noch nie probiert. Das ist eine Premiere. Ja. Mhm. Süßlich. Süßlich, aber gut. Nicht süßlich. Schlecht. Okay. Und ja. Wolltest du weitermachen? Ja, ich wollte noch sagen, dass es auch noch Kosmetik gibt, also so. Wo auch tatsächlich Bestandteile des Reises dann Birgit natürlich. Ja, besonders schön machen sollen und die Haut geschmeidig machen sollen. Ich habe es aber noch nicht ausprobiert. Aber jetzt kannst du eigentlich auch nahtlos weitermachen mit den Wissenstipps. Okay, dann ich weiß, du möchtest hier eine kurze Pause und wir probieren hier weiter, noch nicht arbeiten. Ja, okay. Ja. Klar, ich habe Ihnen Literatur besorgt. Und zwar fange ich an mit dem Reiskochbuch, das große Reiskochbuch. Da finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten Reissorten und natürlich auch die verschiedenen Garmethoden von Reis. Und egal, ob Sie den jetzt indisch, italienisch, südamerikanisch, japanisch mögen, süß oder salzig zubereiten wollen, hier drin finden Sie garantiert das richtige Rezept. Dann Buch Nummer 2 ist Il Riso, Reis von langen, runden und duftenden Körnern. Aus der Reihe Genießerbibliothek, da finden Sie viele Details über die Geschichte des Anbaus von Reis drin, speziell auch in Italien, welche Bedeutung er im Orient hatte zum Beispiel auch und natürlich zahlreiche Reisrezepte hier zu finden, vom Mailänder Safranrisotto über Sardellenrisotto, oh, leckere Sachen da drin, kann ich Ihnen sagen. Und dieses hier, Reis, ein Korn ernährt Milliarden, ist im Prinzip ein
wirklich detaillierter Rundumschlag. Dort steht alles drin, was man über Reis wissen muss. Viele Aspekte jenseits des Kulinarischen sind hier behandelt. Auch viele Statistiken, viele Zahlen, über die man Bescheid wissen sollte, wenn man sich über dieses Thema unterhält. Das ist eine Ausstellung im Völkerkundemuseum in Wuppertal, gegliedert diese Broschüre. Und Sie können sie auch dort bestellen. Und natürlich weisen wir Sie von unserer Internetseite dann auch weiter, wenn Sie wirklich Interesse daran haben, wie Sie das bekommen können. Dann habe ich im Internet eine Seite foodnews.ch gefunden. Das ist die Seite der Schweizerischen Gesellschaft für Lebensmittelwissenschaft und Technologie. Und hier gibt es auch einen sehr guten Überblick über verschiedene Reissorten und wozu sie verwendet werden. Wenn man hier auch Reissorten und Typen geht, dann finden Sie tabellenartig das aufgelistet mit auch ein paar Beispielen hier, die Sie anklicken können und die größer werden. Zum Stichwort Gentechnik und speziell Golden Rice gibt es auch zahlreiche Links von Befürwortern, aber auch von Kritikern. Da müssen Sie mal ein bisschen selber durchsurfen und gucken und sich da, glaube ich, auch selbst eine Meinung bilden. Das wird ja sehr konträr diskutiert. Ich habe Ihnen jetzt diese Seite hier noch rausgesucht, eine Internetplattform einer privaten Verbraucherinitiative, transgen.de. Da kann man sich sehr gut informieren über die Ziele, die die Gentechnik mit Blick auf den Reis verfolgt. Und wenn Sie weitere Hinweise wollen, dann möchte ich Ihnen natürlich zum Schluss auch unser Internetportal noch empfehlen, habe ich ja schon ein paar Mal in dieser Sendung hier also auch alles. Eine kleine Reiskunde über den Anbau und die Ernte von Reis erfahren Sie einiges und natürlich auch etwas über Genreis. Eine schöne Wissensfrage haben wir damit auch noch drin. Insofern sind Sie gut beraten, wenn Sie nach der Sendung sich schnell auf unser Internetangebot klicken. planet-wissen.de, kurz und kompakt übrigens auch auf der Seite 396 des Videotextes. So, und Jetzt darf ich das machen, was ich schon immer mal machen wollte in einer Sendung. Nach 5 Jahren darf ich das zum ersten Mal machen. Ich schicke jetzt Birgit in die Küche, denn Birgit, du wolltest uns doch was zaubern. Du hast, glaube ich, nicht richtig zugehört, Dennis. Ich wollte, ja, doch, ich zaubere. Ich zaubere, ja? Dennis, ja. So, ich wollte etwas aus Reis zaubern. Da ist es. Ach, Birgit. Sushi. Für uns? Super. Ist das nicht schön, Dennis? Ja, selbst gekauft? Spitze. Du bist undankbar. Ja, ist wunderbar. Ich weiß jetzt nur nicht, jetzt haben wir die Teller vergessen. Aber, ja, aber dafür haben wir das Schachbrett hier. Das Schachbrett, nein, das braucht Dennis, weil der muss jetzt unbedingt noch sein Rätsel des Anfangs auflösen. Ach so. Möchtest du das vielleicht noch tun? Ja, das mache ich. Sie erinnern sich an die Geschichte mit dem Weisen, der eigentlich nichts weiter forderte als nur als Belohnung dafür, dass er dieses Schachbrett erfunden hat, als nur ein Reiskorn aufs erste, 2 aufs zweite Schachfeld, dann logischerweise 4 aufs dritte, 8 aufs vierte und so weiter. Also die Anzahl der Reiskörner ist immer verdoppelt. Der König hat gedacht, Mensch, ja, das ist ja eine einfache Bitte, die erfülle ich ihm. Er hat aber wohl nicht mit Mathematikern gesprochen. Denn wenn das so weitergeht, würden auf dem letzten Feld hier, und das habe ich mir aufgeschrieben, das muss ich ablesen, 18 Trillionen, 446 Billiarden, 744 Billionen, 73 Milliarden, 709 Millionen, 551.615 Reiskörner liegen. Und das ist das tausendfache oder die tausendfache Reismenge, die jährlich geerntet werden. Also unglaublich. Ich weiß nicht, wie viele das sind, aber wir greifen jetzt zu. Herr Asch, guten Appetit. Gut aus, ganz herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Es war spannend, so viel über Reis zu erfahren. Ja, der König hat den übrigens nachher zu seinem Berater ernannt. So sehr endete schön, die Dennis. Ja. Vielen Dank. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.